Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Vorschau Nummer 2 von Black Skylands. Wir sind letztes Mal ja von dem Boot runtergefallen und ja, wollen in dieser Folge dann schauen, beziehungsweise Vorschau dann schauen, wie es weitergeht und gucken dann da nochmal rein und nach dem Intro starten wir dann. Ladevorgang. So, wir sind dann hier gelandet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier weitergeht. Also wir sollen den Treibstoff dann auch auftanken. Wir müssen hier erst irgendwie raus. Also das war eine Fußmatte, okay. Ich weiß noch nicht, wie wir hier jetzt herkommen. Wo das Schiff ist. Ich hoffe, das ist jetzt wieder hergekommen. Da ist es wohl. Und okay. Zum Befüllen eines Treibstoffs halte E gedrückt. Ja, aber ich kann es nicht betanken, oder? Ne, ich habe ja keinen Sprit. Ich muss erst zur Tankstelle. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich die steuere. So, jetzt habe ich Steuer übernommen. Oh, ein bisschen Gas hier, damit es vorangeht, ne? Da unten sind auch schon ganz viele Leute. So, da ist die Tankstelle. Das habe ich angedotzt, ne? War das so richtig? Ich weiß nicht. So, ich muss hier Sprit kaufen, oder? Wo war das? Kanister, ein Bild um Kopfschutz zu lagern, E drücken, um zu kaufen. Habe ich gekauft, nehme ich jetzt mit. Komme ich hier wieder nicht am Dingens vorbei? Doch. So, jetzt halten wir das E gedrückt. Passiert hier was? Nein. Tut sich nichts. Ja. Ja, leider ist das ein bisschen doof gerade. Befüllen eine Tankstelle halt eh gedrückt halt. Jetzt habe ich das Ding wieder verloren wahrscheinlich, ne? Oh. Jetzt habe ich das wieder gerade mal so geschafft. Jetzt komme ich aber nicht mehr an dieses tolle Teil da, ne? Oh, meine Güte, ey. Wie kann ich denn jetzt den Kanister aufnehmen? Also das ist ja voll verwirrend, das Spiel. Da ist nichts drin. So, nochmal kaufen wir hier jetzt den nächsten gedrückt halten. E kaufen. So, jetzt haben wir den Sprit hier. So, E gedrückt halten, tut sich nichts. Fülle den Treibstofftank des Schiffes. E gedrückt halten, mache ich gerade. Tut sich irgendwo was? Ich sehe nichts, dass sich was tut.
Schiffskanonen können manuell abgefüllt werden. Nächster Tipp. Mit einem Reservekanister verhinderst du, dass dir das unterwegs der Treibstoff aufgeht. Nächster Tipp. Vergiss nicht bei der Rückkehr zum Vaterschiff die Fracht vom Schiff ins Lager zu befördern. Okay, wenn du mit dem Scharfschützengewehr gut zielst, verursachst du 100% kritischen Schaden. Alles toll, ne? Aber E gedrückt halten, um den Sprit nachzufüllen. Leider funktioniert die E-Taste nicht. Wenn mir jetzt einer sagen könnte. Ja, da bin ich schon wieder runtergefallen, ne? WASD ist klar. E. Wo bin ich denn immer hier, hä? Steuern wir mal erstmal. Achso, das Zeug fliegt hier in der Luft rum, sehe ich schon gerade. Sehr interessant. Zum Füllen eines Treibstoffs. Ja, ist sehr schön, aber wie kann ich denn jetzt hier was aufnehmen? Das ist ja das Interessante, ne? Ja, wäre schön, wenn ich das auch kriegen könnte hier. Ja, keine Ahnung, wie ich da diese Treibstoffkanister jetzt hier kriegen kann. Das ist ja voll dämlich, oder? Jetzt kann ich wieder fliegen. Jetzt nehme ich die Dinger mal so mit. Vaterschiff, super. Ich hätte gern gewusst, wie ich an den Sprit komme, der hier neben liegt. Das ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Steuerung, gucken wir doch mal da nochmal rein, oder? Interagieren ist eh. Tablet öffnen ist klar. Haken ist rechte Maustaste. Artefakt anwenden. Q laufen, gedrückt halten. WASD, Karte, Tagebuch, Ausrüstung. Controller brauchen wir nicht. Das ist jetzt hier alles nicht so doll, ne? Ich kann hier die Dingens steuern mit dem Mausrad, okay? Was kann ich machen, wenn ich hier rumlaufe? Befüllen muss ich da hingehen. Kann dann E drücken. Aber ich habe keinen Tank in der Hand. So. Wie kann ich denn jetzt hier so ein Teil kriegen? Den Kanister. Den kann ich doch gar nicht kriegen, oder? Trage Kanister. Jetzt haben wir mal einen gekriegt. Okay. Jetzt sag nicht, ich habe den schon wieder verloren. Ja klar, habe ich den schon wieder verloren. Jetzt müsste das E nur kommen, da ist das E. Aber jetzt, jetzt geht's mal. Glück gehabt. Wow, sprich mit Fangen. Jetzt können wir dann nach drei Kanistern, die wir irgendwie nicht gekriegt haben, ne? Müssen wir das Ding wieder loswerden, ne? Das ist jetzt der Bringer, oder? Wie kriegt denn den Kanister jetzt los? 75%. Jo. Dann sind wir schon mal los. Steuern. Und wir fahren jetzt. Fliegen wir jetzt mal zu dem Fang hin, der da irgendwo im Norden sein soll. Schauen wir mal, ne? Oh,
Bremsen voll dagegen geknallt. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Ist die Welt rund oder so? Kann das sein? Gut. Wo ist Fang? Da ist Fang. Wie kann ich Fang jetzt da ganz kurzer ansprechen? Da. Noch eine junge Versorgerin, die mit ihren Fähigkeiten prahlen will. Bis jetzt konnte niemand meinen Rekord schlagen. Dein unausstehlicher Bruder ist auch hier. Er hat versucht, den Test inkognito zu durchlaufen. Diese miese Kleine ist in einer Kiste gestiegen und hätte es fast bis zum Ende des Tests geschafft. Aber der Junge war zu groß und blieb in der Kiste stecken. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, ihn rauszuziehen. Wenn du den Test hinter dir hast, nimm ihn mit zum Vaterschiff. Sollte sich die Ingenieure dort den Kopf darüber zerbrechen, wie sie ihn da wieder rausholen. Dein Test beginnt. Setz all deine Fähigkeiten ein, Eva. Du wirst mich dennoch nicht schlagen. Dein Ziel finde Aaron. Okay. Zum Abfeuern des Hakens drücke rechts. Und da kommen wir nie rüber, das ist eine hohe Mauer, ne? Okay, für eine große Reiterrolle über die Klippe Space und verwende dann den Haken. Verstehe ich jetzt nicht. Für eine größere Reichweite Rolle über die Klippe. Okay, Rolle. Wo muss ich denn hin? Da oben, okay. Das bedeutet immer so. So, und jetzt nochmal. Das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Eine größere Reichweite. Rolle über die Klippe, Space und verwende dann den Haken. Ist das eine größere Reichweite? Ich weiß nicht. Oder muss ich jetzt hier so einen Luftsprung machen? Ah, das ist damit gemeint, alles klar. Das muss man auch wissen, ne? Okay, der schießt. Das ist doof. Hier bin ich gerade in der passenden Richtung unterwegs, alles klar. Drücke F für ein Nachkampfgerät für Schlagkisten mit dem Treffer. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nach unten schlagen, aber... Ach so, wir sind immer ausgerichtet nach dem Dingens, ne? Okay, hier ist nix. Eva, ich bin hier in der Kiste. Ich hätte es fast bis zum Ende des Tests geschafft. Ich war unsichtbar und unnachweisbar. Naja, ich stecke allerdings in dieser Kiste fest. Kannst du mich zum Onkel Jim, dem Anführer der Ingenieure, bringen? Ihm wird sicher etwas einfallen, wie er mich hier rauskriegt. Meine Beine schlafen ein. Ja. Jetzt haben die mich getroffen, ey. Wie kriege ich die denn jetzt kaputt? Ich bin jetzt kaputt. Zum Ziehen den Hebel E drücken, naja. Und Space um wieder auferstehen, ne? Oder auch nicht. Achso, ich muss länger drücken. Okay, wir sind wieder hier. Ausgabe der Kiste mit R und bringen es zu fangen. Okay, dann müssen wir da erst wieder hinfliegen. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Wo ist unser Schiff? Da. Enterhaken. Sehr schön. E steuern und wir fliegen die 227 Meter hoch. Und mal gucken, wann wir ankommen. Die Tankstelle müsste ja gleich im Weg sein. Okay, da ist die Tankstelle.
Diesmal haben wir volle Power, ne? Da muss es auch besser gehen. Dieses Schiff ist tiefer wie wir, also kann nichts passieren, oder? Oh, weiß ich nicht. Okay, wir legen vorsichtig an. Zwei Punkte waren da gerade schon wieder kaputt gegangen, ne? Jo, dann mal los. Wir müssen wieder hier irgendwie was erreichen. Hier lang war das, ne? Ja. So, wie war das jetzt hier? Wir gehen vor, rollen und springen. Sehr gut. Den habe ich schon mal erwischt. Kann ich denn hier in der Hütte was sehen? Nee, ne? Schade. Was ist das hier? Einsammeln. Amber. Erhöht 90 Sekunden an Gesundheitsregeneration. Okay. Regeneriert jetzt, ne? Okay, wir müssen hier lang. Ah, super geklappt, ne? Oh. Haben wir wieder geschafft, ne? Kaputt, der ist kaputt, ne? Ja. So, jetzt muss ich den hier irgendwie kriegen, den Kasper hier. Okay, trage Aaron. Ja. Wo muss ich ausgraben die Kiste mit Aaron und bringe es zu fangen? Wo ist fangen? Fangen ist da unten lang. Solange ich die Kiste in der Hand habe, kann ich den nicht abschießen. Zum Ziehen des Hebels drücken. Okay, was muss ich tun? Ich würde jetzt sagen, das muss man hier irgendwie so, ne? Benutzen. Ah, wir sind in die Brücke gekommen, okay. Sehr interessant. Dann laufen wir jetzt mal hier lang. Wo ist er? Hier ist die Kiste hier wahrscheinlich ablegen. Kein Ziel, sprich mit Fang. Da ist wieder äußerst knapp das Element, wo ich ihn ansprechen kann. Da ist das Blut. Hat der junge Versorger beschlossen, einer von uns zu werden? Hm, nein, nur Fahrer. Was ist für eine Täuschung? Hast du deinen Bruder gefunden? Schieb ihn in den Laderaum und flieg nach Hause. Jetzt sind die echt Profis mit dem Training dran. Okay. Aufs Schiff. Kann ich darüber? Ja. Okay. Irgendwie sind wir schon angeschossen worden, wa? Vielleicht hätten wir da nicht so lange unser Schiff stehen lassen sollen. Kehre zum Vaterschiff zurück. Okay, 100 von Meter noch. Da ist die Tanke. Da müssen wir mal gerade dran vorbei slidern. Ja, und dann würde ich sagen, wenn wir da unten angelegt haben, dann machen wir erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Waren bewegen uns. Interface kannst du Ressourcen zwischen dem Laderaum, dem Schiff und den Lager hin und her bewegen. Sollen sie sich wieder. Okay. Alles klar. Ja, das machen wir wie gesagt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich und Daumen hoch, habt ihr schon gemacht, ne? Und macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.